Moin Moin und hallo. Heute gibt es mal wieder Indie-Tipps von mir. Heute mal mit einem neuen Mikrofon. Ich hoffe, es klingt alles einigermaßen besser. Viel Spaß! In Toho spielt man ein kleines Mädchen auf einem fremden Planeten. Wobei, Planet ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist eher ein Fisch. Und dieser Style von diesem Point-and-Click-Adventure ist einfach so fantasievoll und schön. Da macht es einfach jedes Mal wieder Freude, wenn man eine neue Szene betritt und sich mit den kreativen Rätseln beschäftigen darf. Diese Mischung aus Steampunk und Walter Mörs ist für mich einfach frisch und anders und hat mir sehr viel Freude bereitet. Was das Gameplay angeht, ist Toho eine gute Mischung gelungen. Die Rätsel sind allesamt schön fordernd und kreativ. Gerade, dass man als kleines Mädchen Haarschmuck hat, das einen zu einem Roboter werden lässt, ist da schon sehr hilfreich. In der jeweiligen Form hat man nämlich andere Fähigkeiten, die man geschickt kombinieren kann. Ich habe das Spiel auf der PS4 gespielt und auf den Konsolen spielt man mit einem Mauszeiger. Also wie bei einem klassischen Point-and-Click-Adventure auf einem PC. Das ist anfangs sicherlich ungewohnt, aber nach einiger Zeit geht es dann doch ganz schön gut. Was mir auch gefällt, versteckt hinter kleinen Herausforderungen kann man sich auch kleine Tipps für das aktuelle Rätsel verdienen. Eine schöne Idee, um Frust zu vermeiden, gerade für Anfänger wie mich. Im Laufe des Spiels bereist man sehr unterschiedliche Fischplaneten. Alle erzählen im Kleinen eine ganz eigene, charmante Geschichte. Zur Hauptstory möchte ich an dieser Stelle gar nicht viel sagen. Ein böser Schuft zerstört unsere Maschine und wir wollen diese reparieren. Das reicht uns als Auffänger für die Bereisung der Fischplaneten. In Summe lässt sich sagen, Toho besticht einfach durch seine unglaublich schöne Welt und den tollen Style. Die Rätsel machen einen guten Job und runden das Gesamtbild ab. Insgesamt also gerade in der aktuellen Phase eine tolle Möglichkeit, in eine schöne Welt abzutauchen. Das Jahr ist noch relativ jung, aber dennoch kann ich schon sagen, Blue Fire ist ein tolles Highlight. Aber woran liegt es? Auf dem ersten Blick wirkt es eindeutig, Hollow Knight in 3D. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Blue Fire hat sich zwar eindeutig beim Design des Hauptcharakters bei Hollow Knight eine gewisse Inspiration geholt, ist aber spielerisch doch sehr eigenständig im Vergleich zu Hollow Knight. Die ersten Trailer lassen es wirken, als wenn das Spiel viel mit Kämpfen zu tun hat, aber in Summe ist es doch eher ein Metroidvania mit einem starken Jump'n'Run-Einschlag. Als namenloser Held wacht man in einer Welt auf, die scheinbar komplett verflucht zu sein scheint. Insgesamt gibt es 5 Götter, die man befreien muss, um das große Übel zu besiegen. Und wir sind der Auserwählte. Das klingt dann doch schon wieder sehr typisch nach einer Zelda-Storyline. Und nicht nur bei der Story bedient es sich bei Zelda. Überall in der Welt verteilt findet man kleine Schreine, in denen man eine besonders herausfordernde Jump-and-Run-Passage bewältigen muss. Zur Belohnung winkt am Ende immer ein Herzcontainer. Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich mich mit der anfangs hektisch wirkenden Steuerung angefreundet habe. Aber spätestens, wenn man den Doppelsprung hat, entfaltet das Spiel eine sehr schöne Dynamik zwischen Doppelsprung und Wall-Run und Dash. Die Dungeons sind nicht sonderlich komplex, aber führen gerade am Anfang super die neuen Fertigkeiten, wie zum Beispiel einen Wallrun oder den Doppelsprung ein. Blue Fire hat zudem auch in der ganzen Welt schön verteilt und versteckt Truhen, in denen zum Beispiel neue Schwerter oder Rubine zu finden sind. Dazu gibt es zusätzlich noch sogenannte Geister zu finden, diese kann man dann ausrüsten und somit Lebensenergie durch Kills zurückerhalten oder weitere Dashes machen. Neben den Hauptmissionen trifft man auch immer wieder Bewohner, welche kleine Nebenaufgaben für einen haben. Insgesamt ist das Spiel also sehr voll mit kleinen Challenges. Und so kommt nie Langeweile auf. Aber nicht nur an Zelda fühlt man sich erinnert. Auch Souls-like Züge hat das Spiel. Beim Ableben zum Beispiel hinterlässt man seine gesammelten Münzen und hat nur einen Versuch, diese wiederzubekommen. Aber glaubt mir eins, in diesem Spiel wird man oft sterben. Gerade in den kleinen Schreinen ist die Herausforderung sehr groß und es entwickelt sich eine sportliche Herausforderung, die kurzweiligen Level zu meistern. Das Kampfsystem kommt bei weitem nicht an Souls-Spiele heran. Man hat einen einfachen Schlag, einen Zauberfernangriff und kann mit gutem Timing parieren. Da das Spiel aber den Fokus nicht auf das Kämpfen legt, ist das meiner Meinung nach auch okay. Alles in allem ein sehr schönes Spiel mit einer anfangs steilen, aber dann doch charmanten Lernkurve. Für Freunde von Jump'n'Runs mit starkem Drang nach Erkundungstouren eine definitive Empfehlung. Einfach mal ein wenig über einen fremden Planeten gleiten. So habe ich in letzter Zeit verschneite Sonntage verbracht. In Haven sind die beiden Hauptcharaktere Yu und Kai auf der Flucht auf einem fremden Planeten gestrandet. Das Ziel in diesem Spiel ist sehr minimalistisch. Gemeinsam geht man optional im Koop-Modus auf Erkundungstour und sammelt lebensnotwendige Items und Ressourcen ein. Neben Nahrung wie Beeren ist auch das Material, welches benötigt wird, um das Schiff nach und nach zu reparieren, relevant. Über kleine Strömungen schwebt ihr zwischen kleinen erkundbaren Umgebungen hin und her. Zurück am Schiff können dann die gesammelten Ressourcen verarbeitet und genutzt werden. Es kann zum Beispiel gekocht werden, sodass der Hunger gestillt und die Lebenspunkte regeneriert werden. Aber wie verliert man Lebenspunkte? Auf diesem fremden Planeten greifen ab und zu Tiere einen an, sodass man diese in einem Kampf schwächen und abschließend Dingen besänftigen muss. Das Kampfsystem will an keiner Stelle komplex sein und den meditativen Flow des Spiels nicht groß unterbrechen. Schnell kann man sich also wieder auf die eingänglichen Soundtracks
und die schöne Lichtstimmung konzentrieren. Während man mit den beiden also nach und nach die neue Welt erkunden, reden sie auch viel miteinander. Die Dialoge sind allesamt sehr liebevoll. Schön, dass das Spiel es schafft, so nebenbei die Geschichte zu erzählen. Nach und nach wird klar, woher die beiden kommen, wie sie sich kennengelernt und warum sie auf der Flucht sind. Das Spiel schafft einen guten Spagat, hier die Gespräche nicht kitschig werden zu lassen und gleichzeitig die Zuneigung der beiden zu präsentieren. Fans von Spielen wie Flower oder Journey werden an Haven Freude haben. Falls man jedoch ein wenig Action und eine hochtrabende Geschichte erwartet, ist Haven nicht das richtige Spiel für einen. Ja, das waren meine drei Indie-Tipps. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso gut wie mir. Wenn ihr andere Indie-Tipps habt, gerne mal in die Comments. Dann würde ich in Zukunft auch mal versuchen, eine Community-Folge mit den Indie-Tipps zu machen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, hier unten seht ihr dann noch einmal zwei andere Videos von Vorzocker. Viel Spaß mit denen. Haut rein!